Thema ist, dass Herr Maas sagt, wir brauchen eine Zuwanderung. Da muss ich doch ehrlich die Frage stellen, welche Zuwanderung brauchen wir? Und die Zuwanderung, die wir zurzeit haben, brauchen wir nicht. Dieses Video ist eine echte Sensation. Vier Hyänen versuchen Alexander Gauland zu ersticken. Er widersetzt sich jedoch den Gästen und steht trotz allem seiner Meinung. Das solltest du dir unbedingt ansehen. Zur Nationalmannschaft will ich jetzt nichts sagen. Das ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, dass Herr Maas sagt, wir brauchen eine Zuwanderung. Da muss ich doch ehrlich die Frage stellen, welche Zuwanderung brauchen wir? Und die Zuwanderung, die wir zurzeit haben, brauchen wir nicht. Das sind nicht Arbeitskräfte, die in unserem Arbeitsmarkt integriert werden können. Das sind leider oft muslimische junge Männer. Ach, Herr Maas, wir brauchen doch nur in die Statistiken zu gucken, ja, wer kommt. Von diesen einen Millionen. Was steht da in den Statistiken? Dass das weitgehend heute junge, ungebildete, nicht ausgebildete Männer sind. Ungebildete kann man bilden. Wir können sie in die Schulen geben, sie müssen nicht, Deutsch lernen. Wir sind müssen nicht in der Lage, ich bin ja gern bereit, den berühmten Computerspezialisten aus dem Irak oder den syrischen Arzt herzlich willkommen zu heißen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt behaupten oder dass Sie jetzt behaupten, diese Menschen, die zu uns kommen, helfen uns in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Natürlich, wenn wir sie vernünftig integrieren, wenn wir ihnen eine Chance geben, wenn sie Deutsch lernen, wenn sie in die Schule gehen können, wenn sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Haben wir nicht die ganzen Parallelgesellschaften schon gesehen? Wir müssen diese Leute auf dem Arbeitsmarkt integrieren. Sie sollen ihr Leben selber finanzieren Entschuldigung, können und das brauchen wir einfach. Einwanderung, Herr Maas, ist das, was unserer Gesellschaft nützt. Das sind nicht Menschen, die unserer Gesellschaft nützen, sondern die aus Not und Elend, das will ich gern sagen, und politischer Verfolgung fliehen. Sie sind nicht Menschen, die wir hier wirklich gebrauchen können. Warum, das ist doch eigentlich falsch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil was sie nicht denn in der, die Menschen aber daran, ich bitte für dieses sie, Land ein Gewinn zu werden? Da sind Menschen dabei, die auf sagt sogar Frau Nahles, ihre Kollegin, ja, die hier auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Und wollen wir wieder denselben Fehler machen, dass wir Parallelgesellschaften ausbilden? Nein, wenn man die Leute einfach die hier lässt, ohne sie aufgelöst. Auszubilden, ohne dass sie Deutsch lernen und all die Fehler aus der Vergangenheit noch mal macht, dann wird das schwierig werden. Aber wir haben Herr Maas, doch wirklich sie würden doch die Menschen, dieselben die Fehler, sie würden doch dieselben kann Fehler doch weitermachen, selbst diejenigen, die nicht gebildet gäbe. Oder ausgebildet sind. Nur weil die AfD da ist, sind Sie jetzt vorsichtig geworden. Diese Geschichte mit Fordern und Fördern, das war doch lange gar nicht Politik in Deutschland. Kürzlich ist die Nachricht gekommen, dass sich immer mehr Eltern an Beratungsstellen wenden, weil ihre christlichen Kinder den Islam annehmen wollen, um in der Schule keine Außenseiter zu werden. Als ich das gehört habe, fiel ich fast vom Stuhl. Der Grund dafür ist die hohe Zuwanderungsrate. Der Anteil muslimischer Jugendlicher und Kinder an Schulen ist in den vergangenen 8 Jahren deutlich gestiegen. Und so werden christliche Kinder in den Schulen der Großstädte zur Minderheit. In einer Bonner Sekundarschule haben muslimische Schüler ihre Kameraden gemobbt, um bestimmte Kleidungsregeln auf dem Schulhof und im Sportunterricht einzuhalten. Ende April dieses Jahres forderten die Teilnehmer bei einer islamistischen Aktion in Hamburg, die mit den Behörden vereinbart wurde, Deutschland in ein Kalifat ohne Juden und Homosexuelle zu verwandeln. Was denkst du? Aufgrund des demografischen Wandels rollt das Land nach unten. Die Ampel hat Entscheidungen getroffen. Jetzt schauen wir weiter, wie die Dynamik steigt. Ich staune zunächst mal, Gauland, dass Sie von Frau Merkel als der Kanzlerin sprechen. Normalerweise machen Sie das ja nicht mehr. Und haben heute, sind heute damit zitiert worden, haben das am Donnerstag in der Rede gesagt, in Elsterwerda. In Brandenburg sprechen Sie von der Kanzlerdiktatorin. Liebe Frau Will, es hat tut mir leid. Nein. Ah. Nein, Herr Lohse. Aber Ihre Kollegin Haupt hat es völlig falsch aufgefasst, denn ich habe das nicht gesagt. Der gute Satz ist mir nicht eingefallen. Ich hätte es gern gesagt, aber es hat Björn Höcke gesagt. Jetzt ist es so, dass die Rede, die Sie da gehalten haben, dokumentiert ist, Herr Gauland. Und zwar glaube ich sogar zu wissen von Kameraleuten der AfD, die das inzwischen aufzeichnen, damit wahrscheinlich nichts Falsches mehr passiert. Ich habe also von der Kanzlerdiktatorin, ich finde den Satz gut von Höcke, ich habe es aber nicht gebraucht. Es tut mir leid. Journalismus soll genau sein. Ja, sind wir auch. Ganz genau. Sie und auch schon? Die Kollegin Haupt von der FAS hat das, glaube ich, auch gemacht. Also, schauen wir es uns an. Und sowieso, wenn Sie sich in Gänze anschauen wollen, die Rede, die er da gehalten hat, ist dokumentiert. Wir zeigen Ausschnitte, belegen aber auch mit älteren Ausschnitten von Herrn Gauland, dass er nicht erst am Donnerstag auf die Idee gekommen ist. Wir wollen das
Land behalten, wie wir es von unseren Vorvätern übernommen haben. Und nicht zu Unrecht werden in diesen Tagen die Bilder vom Untergang des Weströmischen Reiches aufgerufen, als die Barbarenstämme den Limes überrannten. Merkel will das deutsche Volk ergänzen und ersetzen. Das wollen wir nicht. Es ist eine Kanzlerdiktatorin. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land. Diesen Satz, Herr Gauland, bauen Sie gleich an zwei Stellen. Es war seltsam. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Er war absolut überzeugt, dass er das nicht gesagt hat. Und jetzt erscheint ein Video, in dem er über Frau Merkel spricht. Oder er wollte ausdrücken, dass der Autor des Satzes eine andere Person ist. Was glaubst du, war das? Wir schauen weiter. Frau Will, wenn man 1 Million Flüchtlinge unter Umgehung des Rechtsstaates ins Land holt, dann ergänzt die Kanzlerin das deutsche Volk um 1 Million. Und wir sind alle nicht gefragt worden. Ja, das meine ich ernst. Wer wird ersetzt? Wer wird ersetzt durch wen? Indem diese Menschen Teil des deutschen Volkes werden, entsteht natürlich eine ganz andere Gemengelage. Das ist völlig klar. Und Entschuldigung nochmal, ich möchte dieses Land behalten, wie wir es ererbt von unseren Vätern haben. Und so soll es bleiben. Wer wird ersetzt, Herr Gauland? Ich bin nicht bereit, diesen Unsinn mit der Globalisierung mitzumachen. Wir haben auch früher exportiert und es sind nicht Millionen ins Land gekommen. Dann, wenn Sie das für richtig halten, Herr Maas, dass sich die deutsche Bevölkerung in der Weise verändert, dann lassen Sie das Volk darüber abstimmen, ob es diese Zuwanderung will. Also wird das deutsche Volk ersetzt? Höre ich das daraus? Weil ansonsten haben Sie nicht geantwortet auf die Frage. Ja, es verändert sich, sagen wir es so. So sagen Sie es aber nicht. Sie sagen ja, es würde ersetzt, als gäbe es eine fremde Macht oder es sei Frau Merkels Absicht. Und Frau Merkel ist leider für viele Deutsche inzwischen eine fremde Macht geworden. Ja, das ist richtig. Seine Ansichten mögen für die Regierungsparteien ein Albtraum sein, aber Alexander Gauland spricht sehr klar und wahrheitsgemäß. Zuerst haben wir aus Freundlichkeit die Grenzen zum Land geöffnet, dann erklären sie, dass Facharbeiter gebraucht werden, als die Leute anfingen zu rebellieren. Die illegale Migration besteht darin, dass Migranten ihre Pässe an der Grenze aufgeben und neue erhalten. Die Frage ist, dass jeder Demokratie will, aber tatsächlich nicht die Meinung des Volkes gefragt hat. Jetzt sehen wir uns die letzte Szene an, in der Anne Will schockiert ist. Ach, schauen Sie, ein Staat hat Staatsgewalt, Staatsgebiet und Staatsvolk. Und wenn das Staatsvolk sich grundlegend verändert, dann ist das nun mal ein tiefer Eingriff in ein Volk, in seine kulturellen Muster und in seine Eigentümlichkeiten. Nun gibt es gute Gründe, zu einer Einwanderungsgesellschaft zu werden, und sie müssen besser erklärt werden. Aber wenn man eine Politik der großen Offenheit macht und sie nicht nur als eine Ausnahme machen will, sondern auf Dauer, dann wäre es keine schlechte Idee, gerade in einer Demokratie auch darüber, was für eine Einwanderung, in welchem Umfang, in welcher Zeit man haben will, darüber mit den Leuten einen Dialog, einen öffentlichen Diskurs zu führen. Sie haben also Verständnis für Herrn Gauland. Wir haben ein Verständnis für die Aussage, dass in Deutschland durch Einwanderung Leute ersetzt werden, nämlich jene, die die Deutschen zu zeugen und zu gebären, nicht mehr willens sind. Denn aufgrund unserer demografischen Entwicklung, wie es Herr Maas völlig zutreffend sagt, brauchen wir Einwanderung. Wir kriegen es nicht mehr hin, den Nachwuchs an Ingenieuren, an Architekten, an Altenpflegern, an Polizisten und so weiter aus der deutschen Bevölkerung heraus zu generieren. Deswegen brauchen wir Einwanderung und deswegen müssen wir jetzt die vielen jungen Leute, die zu uns kommen, mit der deutschen Sprache, mit einer deutschen Berufsausbildung versehen, damit wir weiterleben können. Es werden die ausbleibenden deutschen Geburten ersetzt. Wenn Sie auch die Begrifflichkeit aufnehmen, das Volk würde ersetzt,
dann rufen Sie doch so eine Form von existenzieller Bedrohung auf, indem Sie uns sagen, warte mal, die wir jetzt hier sind, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht bleiben. Schauen Sie, es wird doch nicht das Volk ersetzt, das Volk verändert sich. Das ist doch der Zweck, eine Einwanderungsgesellschaft multiethnischer und multikultureller Art zu werden. Es soll ja nicht mehr so bleiben, wie es ist, und an den Aufstellungen der deutschen Fußballnationalmannschaft kann das ja wunderbar ablesen. Es verändert sich das deutsche Volk. Das Problem ist nur, dass viele in Deutschland das wie etwas empfinden, das über sie einfach verhängt worden ist, ohne dass man darüber geredet hat. Es kann ja sein, dass manche seit 60 Jahren die Debatten verschlafen haben, aber es ist auch nicht jeder schon 60 oder 80 Jahre alt. Es gibt auch 25-Jährige, denen es nichts nutzt zu sagen, vor 40 Jahren ist da schon debattiert worden. Hier in der Gegenwart vollzieht sich der wichtige Wandel unseres Landes zur Einwanderungsgesellschaft. Ja, es ist wirklich alles so. Bitte schreibe deine Meinung in die Kommentare.